geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, Wells Finest Gamer am Start. Und im zweiten Video des heutigen Tages habe ich mal wieder einen richtig krassen Wall Breach für euch. Genauer gesagt befindet sich der Wall Breach über einem Bekleidungsgeschäft und ist von daher wirklich richtig geil. Begebt euch jetzt als allererstes mal zu dem Punkt auf der Karte, den ich euch hier im Hintergrund markiert habe. Das ist nämlich dieses Luxusbekleidungsgeschäft dort in der Nähe des Golfplatzes. Und wenn ihr dann dort angekommen seid, dann nehmt ihr einfach mal irgendein großes Auto und parkt das so in etwa, wie ich das hier mit meinem Insurgent gemacht habe. Welches Auto ihr da nehmt, ist wirklich scheißegal. Ich empfehle euch aber einfach mal einen Insurgent, weil der die perfekte Höhe dafür hat. Und wenn ihr das dann da so hingestellt habt, genauso wie ich das hier gemacht habe, dann klettert ihr einfach auf den Insurgent bzw. auf das große Auto drauf und zieht euch an dieser Stelle hier einfach in die Wand rein. Dann seid ihr auch schon im Wall Breach drinne und dann müsst ihr nur noch in die Ego-Perspektive gehen und dann seht ihr auch schon alle Texturen des Geschäftes unten. Jetzt könnt ihr hingehen und die Leute, die sich unten im Geschäft befinden, ein bisschen trollen. Ihr könnt die nämlich abschießen, sei es denn mit Schusswaffen oder auch mit Explosivwaffen. Das ist auf jeden Fall ein richtig geiler Wall Breach und hinten bei der Kassiererin, da wenn ihr euch dann zu der Wand begebt, könnt ihr euch auch einfach hier mit so einer Art Fahrstuhl-Glitch ins Bekleidungsgeschäft runtergleiten lassen. Auf jeden Fall ein richtig cooler Glitch und der Founder für diesen Glitch ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr auch gerne mal abchecken und ich möchte mich an dieser Stelle jetzt auch nochmal bei jedem einzelnen Abonnenten bedanken, der hier mit mir zusammen aufgenommen hat. Ihr seid echt Killer, ihr seid krass, dass ihr hier so gut mitgearbeitet habt und dass ich euch auch für die Aufnahme töten durfte. Ich bin auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle einfach mal raus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann geht jetzt mal hin und verprügelt so richtig den Like-Button und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut rein und ciao.